Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Also, das Ganze sollte ja auch nochmal im Gesamten zu sehen sein. Ich habe jetzt nochmal den Karton hier vorgeholt von einem der Sets. Und wir haben eben die 33031, 32 und 33, die auch in diesem aufzählenden Nummern dann zusammengefügt werden. Und so sieht es dann hier auf dem Bild aus. Und ja, das gucken wir uns natürlich jetzt dann auch nochmal live an, wie das ausschaut. Und das ist jetzt die Ansicht des gesamten dieser modularen Straße. Medieval Architectural Scene. Ja, das macht natürlich einen super Eindruck. Relativ mittig haben wir dann auch diesen Durchgang und dann macht das natürlich auch nochmal mehr Sinn. Wir haben hier diesen mittleren Aufgang und dann an den beiden Seiten jeweils auch nochmal einen Aufgang, um eben auf diesen Straßenzug zu kommen. Wir haben jetzt hier die Taverne. Dann haben wir hier in der Mitte diesen Magier. Und links, was hatten wir da jetzt noch? Jetzt habe ich schon ganz vergessen, die Schmiede, genau. Und ja, das fügt sich natürlich jetzt so von den Fronten her super zusammen, finde ich. Und im Endeffekt haben wir natürlich jetzt dadurch, dass wir dieses Haus hier in der Mitte, diesen Magier, weggenommen haben, haben wir einen Baum über. Deswegen ist hier auch dieses Modul etwas breiter, was jetzt hier an der Seite eigentlich sich anfügen würde. Das ist also jetzt quasi übrig. Jetzt könnte man natürlich schauen, ob man das noch mit einem eigenen, mit einer eigenen Straße erweitert. Dann haben wir diese Module auch noch über mit Pins, die halt quasi diese Abschlüsse darstellen. Also hier zum Beispiel, dann einmal hier. Und bei dem mittleren ist es halt auch eins von diesen Panels, nenne ich sie jetzt einfach mal, die übrig sind. Ne? Also das sind die Abschlüsse, die wir natürlich dann in dieser Gesamtansicht nicht mehr benötigen. Jetzt messe ich das Ganze auch nochmal aus, dass ihr wisst, wie viel Platz das in etwa einnimmt. Das sind also ja, so 52, 53 cm in der Breite. Und in der Höhe sind wir hier bei dem Gebäude dann bei etwa 28 cm in der Höhe. Und die Tiefe, da müssen wir noch mal ein bisschen drehen. Bei der Tiefe haben wir in etwa, tiefste Stelle würde ich jetzt mal so peilen, circa 20 cm. Ja, ganz rum drehe ich es natürlich auch noch mal. Dann haben wir die Ansicht hinten auch noch mal zu sehen. Und ja, da haben wir natürlich dann die Spielansicht, wenn man so will. Also hier kann man nochmal in alle Räume reinblicken. Und im Endeffekt hier der Durchgang endet jetzt natürlich hier an dieser Kante sozusagen. Ja, ich habe jetzt hier die eine Beleuchtung herausgenommen. Ich meine, die kann ich jetzt hier auch nochmal anmachen. Zumindest bei den beiden Häusern. Und ja, also hier hat man natürlich noch Möglichkeit, die Kabel besser zu verlegen. Ich habe ja hier auch schon mit so kleinen Technik-1x1-Bricks mit Loch gearbeitet. Und ich habe ja hier auch diese Laterne da im Durchgang beleuchtet. Das ist ein ganz nettes Gimmick, dass die Beleuchtung mit dabei ist. Aber klar, sie ist jetzt nicht das Highlight, wie man es bei Funhole zu sehen hätte. Aber es gibt halt hier immer noch einen gewissen Effekt, den wir uns natürlich auch nochmal ein bisschen genauer anschauen wollen. Ja, also man erahnt jetzt diese schwache Beleuchtung. Es passt natürlich fürs Mittelalter, dass das jetzt keine super helle Beleuchtung ist. Ist ja auch logisch und muss auch sein, weil sonst passt es ja auch nicht. Letztlich haben wir da viele Laternen. Öllampen, Kerzen. Ja, die eine Tür hier bei dem Gebäude geht ja nach innen auf. Die beiden hier gehen nach außen auf. Das ist jetzt einfach baulich ein kleiner Unterschied.
Die klemmt jetzt ein bisschen, weil hier eine Fliese im Weg liegt. So, jetzt. Also im Endeffekt haben wir hier einen echt schönen Straßenzug. Definitiv. Und ja, mit dem Durchgang, das finde ich halt sehr schön. Hier jetzt noch diese Laterne da auch untergebracht. Ja, also was haltet ihr davon? Wäre das was für euch? Also das ins Regal. Ne? Wir brauchen hier gut 50 cm in der Breite und knapp 30 in der Höhe. Das ist so 20 in der Tiefe. Dann würde es ins Regal passen. Also das ist auf jeden Fall die Idee. Finde ich richtig klasse. Und sie sind ein bisschen kleiner, ne? Wenn man es jetzt noch mal im Vergleich sieht. Der Magier hier von Funhole und drücken den mal so in die Ansicht. Definitiv würde das hier auch zusammenpassen. Hier sind wir natürlich ein bisschen höher insgesamt vom Giebel her, aber ich finde, das passt noch, weil wir haben hier bei dem höchsten Haus ja die knapp 30 und hier haben wir die. Sind wir bei 30 in etwa? Also, das ist nicht komplett verrückt, wenn man das jetzt hier noch zusammenstellen würde. Also, das kann man durchaus machen. Passt so vom Stil, finde ich auf jeden Fall auch richtig gut dazu. Vor allen Dingen auch, weil wir hier die Dachflächen auch grün in Grüntönen haben, passt das auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht das, was ich euch vorstellen wollte. Das habe ich ja schon. Hier geht es ja wirklich um diese modulare Straße. Und ja, das Thema Mittelalter finde ich hier auf jeden Fall definitiv gut gelungen. Ja, was haltet ihr davon? Würde mich interessieren. Schreibt gerne mal eure Meinung im Kommentar. Lasst ein Like da und falls noch nicht passiert, ein Abo. Davon lebe ich auch so ein bisschen, dass man den Kanal weiter betreibt. Und ja, dann verpasst ihr keine weiteren Vorstellungen von mir. Wäre doch schön. Okay. Danke euch, bis bald. Ciao, ciao.